Diese Woche bereiten wir uns auf den Knast vor. Okay, los geht's. Zu schwer. Reicht. Und damit, hi zusammen zur ersten Woche Kinostart Highlights Mai 2015. Da hätten wir der Knastcoach. Der millionenschwere Hedgefondsbanker James King, gespielt von Will Ferrell, wird wegen Betrug zu 10 Jahren Haft verurteilt. Der Richter ist aber gnädig mit ihm und gewährt ihm 30 Tage Freiheit, bevor er in eins der härtesten Gefängnisse Amerikas muss. Kurzerhand engagiert er den Kleinunternehmer Darnell Lewis, gespielt von Kevin Hart, damit er ihn auf den Knast vorbereitet, denn er nimmt an, dass er sich bestens damit auskennt, wegen seiner Hautfarbe. Was James nicht weiß, ist, dass Darnell noch nie im Gefängnis war und somit kommt Darnell auch schnell an seine Grenzen. Wenn Sie genau tun, was ich sage, überleben Sie den Knast auf jeden Fall. Zeigen Sie mir Ihr Mad-Dog-Gesicht. Was bitte ist ein Mad-Dog? Sie sind ein Mad-Dog! Ihr Schlitzohr ohne Leine! Was soll denn das werden, James? Das ist mein trauriger Dackelblick. James? Meinen Sie, diese Strategie könnte funktionieren? Ich bin gespannt, wie sich das Duo Will Ferrell und Kevin Hart auf der Leinwand verhält. Es ist typischer Will Ferrell-Humor mit typischem Kevin Hart-Humor gemischt. Fans von den beiden werden es lieben. Ich lasse mich da überraschen. Hot Tub Time Machine 2. Warum in einem altmodischen DeLorean durch die Zeit reisen, wenn es auch mit einem Whirlpool geht? Und viel entspannter als. In Hot Tub Time Machine 2 treffen wir wieder auf die Freunde Jacob, Nick und Lou, die nach ihrer Zeitreise in die 80er nun in der Gegenwart ein traumhaftes Leben führen. Als Lou allerdings angeschossen wird, müssen die Freunde wieder den Whirlpool benutzen, doch es läuft irgendwas schief und sie landen 10 Jahre in der Zukunft. Sieht aus wie eine skandinavische Schwulenbar. Wie weit sind wir zurückgereist? 2025? Wir sind 10 Jahre in die Zukunft gereist. Du siehst aus wie so ein scheiß Fernsehpriester. Du siehst aus wie Gandalf für Arme. Ich stehe irgendwie drauf. Du siehst aus wie Billy Zanes Schwanz. Bloß nicht so hübsch. Der erste Film war ganz witzig und hatte ein paar Lacher, aber ich befürchte, dass dieser zweite Teil diesen Standard nicht mehr aufrechterhalten kann. Aber wir werden sehen. Der Babadook. Der 6-jährige Sohn einer alleinerziehenden Mutter findet eine Art Kinderbuch mit dem Namen The Babadook. Schnell bekommt der Kleine von dieser nicht so kindergerechten Gute-Nacht-Geschichte Albträume und das Chaos nimmt seinen Lauf. Wer das hier liest, schau hin und guck, hat dir nicht mehr Lust, den Babadook. Babababaduk-duk. Baba. Ich freue mich auf einen Gruselschocker à la Candyman meets The Ring. Der Trailer verspricht es auf jeden Fall. Und meine Freundin darf sich schon mal darauf freuen, den mit mir am Wochenende im Kino zu gucken. So, das war's, Leute, für diese Woche. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr die Filme gesehen habt, eure Meinung interessiert mich, schreibt's unter dieses Video in die Kommentare. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.